vor 1.500 Zuschauern im ausverkauften Ruder Sportpark 1:3 bei 20 Mann für den Südweg gegen die SV Kunstfeld. Bei mir stehen quasi die Cheftrainer der Finalisten, Jürgen Sönsen von SV Kunstfeld und Christian Martino von Felix Lübeck. Jürgen Sönsen, ein Statement. Ja, vielen Dank. Erstmal meinen Glückwunsch natürlich nach Lübeck, an Phoenix und an Cristiano für den Pokalsieg und natürlich auch für eine herausragende Saison in der Regionalliga Nord. Ich glaube, wenn man aufs Spiel schaut, wir sind ein richtig gutes Spiel gekommen, haben das gemacht, was wir vorgenommen haben, mit viel Wucht auf der Kanäle zu kommen, sind dann auch günstig für den 4-4 gegangen. Wir wussten natürlich auch, wenn wir Phoenix spielen lassen, dann kommen die mit viel Wucht. Da kommen die mit Energie, wir wussten auch bei Standard, müssen wir wach sein, da kommt die Körpergröße auf uns zu. Bitte, dass wir dann den Ausgleich per Standard per Ecke ziehen, das wird passieren. Ich glaube, dann bis zur Halbzeit, wir haben ein bisschen Spielung mehr als bei Phoenix, aber haben jetzt ganz gut wegverteidigt. Zweite Halbzeit, dann der Rückstand wieder durch die Standardsituation. Auch da wussten wir, dass mit dem Johann Mehrgang überlagene Standardschütze dabei ist. Und da haben wir ein bisschen aufgemacht, ich glaube, dann war es offen, wir hatten noch zwei große Chancen, wo wir nicht so energisch und bis zum Ende zum Tor kommen. Ja, und irgendwann war der Lücke da, dass da eins und was gegen geschehen hat. Ärgerlich, aber ich kann meinen Jungs auch gar keinen Vorwurf machen. Ich bin stolz auf die Leistung. Ich glaube, man kann stolz sein, dass der ganze Verein, dass das Dorf hier wieder auf die Beine gestellt hat. Und wir sind dann hier am Ende. Wir sind jetzt Zweiter im Landespokal und am Mittwoch Mund abwischen und dann wollen wir bei Eichhörn nach dem Video dann aufsteigen. Vielen Dank. Thank you.